Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Trice Fusion. So, The Hangout, die nächste schwere Strecke auf unserem Terminkalender. Mal gucken, wie wir uns klar gehen. Lange sollte sie ja nicht dauern. 43 Sekunden, Top-Bestleistung, meine Freunde. Also, das dürfte eine machbare Aufgabe sein, hoffe ich jetzt mal. Und ich stink hier schon wieder. Wieso stinkt mein Fahrer? Weil ich mich hier schon lange nicht mehr umgezogen habe. Huch, scheiße. Da muss ich mich zurücksetzen. Huch. Ja, ich hau hier eine Stange weg. Okay. So, ich leg mich mal hin. Das war, glaube ich, so geplant. Weil wenn die Stange hier im Weg liegt, dann kann ich das echt nicht gebrauchen. So, dann holen wir hier mal so Schwung. Oh, nee. So, erstmal gemütlich, ohne Stange, ohne alles. Ohne Netz und doppelten Boden, da muss auch keine Stange bei sein. So. Nein! Dann crashe ich hier nochmal. Och, Menno. Komm rüber. Das gibt's ja nicht. Alter, komm ich denn jetzt hier? So, geht doch. Oh, nee. So, jetzt aber. Jetzt bin ich drüber. 8 Fehlversuche schon. Ich glaube, die Strecke ist auch nicht so schwer. Die könnte man besser schaffen. Wenn man sie denn nur kennen würde. Das tue ich ja immer so selten. Ich mache ja die immer random, ohne vorher zu probieren. So, kennt mich ja. So, aber die ist ja echt nicht so schwer. Ja. Zup. Da bin ich durch und krieg Silber. Ja, Game Over. Schönes Ergebnis. Krieg einen Daumen hoch. War eine schöne Map. Auch nicht so anspruchsvoll. Oh, ich bin Platz 402. Natürlich bin ich der Schlechteste im Freundesrank. So, hier haben wir eine mittlere. Die ist auf 53 Sekunden schaffbar. Ja, dann probieren wir die gleich mal. Die user erstellten Maps sind echt geil. Also selten, dass ich sagen muss, die gefällt mir jetzt nicht so. Die ist kacke oder sonst was. Das finde ich eigentlich kurios, dass die echt gut sind. Dass die Leute sich so reinhängen, dass sie so geile Maps machen, finde ich cool. So, aber die user erstellten Maps sind immer die geilsten. Ist ja in Trackmania auch so, dass die user-erstellten Maps immer geiler sind. Keine Ahnung, da kann sich Zeit gelassen werden. Die haben keinen Zeitdruck. Nicht so jetzt wie die Programmierer. Die müssen ja so schnell wie möglich da gucken, dass sie fertig werden mit dem Zeug. So, ich hätte es auf der Hand gehabt, dass ich schneller bin. Ich hätte es auf der Hand gehabt. Mensch, dann verkacke ich so. Das kann doch nicht sein. Nur weil ich mich einmal hinlege. Mensch, was mache ich denn für einen Käse? So, ich habe es eigentlich immer noch in der Hand. Wenn ich mich nur gut stelle, dann kann ich ihn überholen. Dann kann ich... So, okay. So, hier bin ich rum. Und da bin ich durch und sogar vor ihm. 3 Sekunden, yay. Geil. Krieg einen RT, weil ich es geschafft habe. Weil ich mal besser bin. Yay. Es funktioniert ja doch. Geil. Ja, dann haben wir heute schon wieder die dritte Strecke. Ist ja brutal. So, sind ein paar Fehler mehr. Also, an der werde ich jetzt ein bisschen knabbern müssen. Werde ich jetzt mal so behaupten. Es wird sicherlich der Fall sein. So, mein Hemd löst sich hier ein bisschen auf. Wird ein bisschen durchsichtig, weil grün mit enthalten ist. Muss ich ein bisschen aufpassen beim Kauf. Demnächst mit neuen Shirts. Dass ich nicht jeden Käse hier mitnehmen kann. So. Oh, okay, 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 okay. Da leg ich mich gekonnt hin. So, weil mir das Feuer hier ins Gesicht schwübelt. So, zum Glück war hier ein Checkpoint. Boah, ich bin on fire. I'm on fire. So, ich werde gelöscht. Huh. Tut ja direkt gut. Boah, fucking. So. Und komm schon, Hinterrad. Ja, ja. Boah, ist der Regen hier laut. Ich hoffe, der ist für euch nicht zu laut. Alter.
Oh, dann crash ich hier an die Scheiße hier. Na, oh, und gleich nochmal. Halleluja. Nee. So nicht. Vielleicht mit Gemütlichkeit. Ja, mit Gemütlichkeit geht sowas. Boah, Alter. Was für geile Maps. Also, heute treffen sich die Maps mal wieder alle gegenseitig. Da komme ich ja aus dem Staunen nicht mehr raus und verkacke die Zeit hier gleich. Oh, oh, oh. Schräglage. Schräglage. Und ich bin durch. Yay. Es passt doch. Alter, was ist hier los? Ich bin ja gerade wie ausgewechselt. Bin zwar schlechter, aber hey. Ist mir auch Wurst. Die haben wir schon. Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Das wäre eine extreme, wie, boah, 14 Minuten. Nope. Eine Survival habe ich noch nicht, könnte ich mal probieren. 0 und 8 Fehler. Ja, ist annehmbar, ist annehmbar. Ich habe erst 6 Minuten auf der Uhr und bin schon bei der vierten Strecke. Man glaubt es nicht. Ich bin heute direkt gut. Aber wenn ich das zu oft sage, dann haut es jetzt nicht mehr hin. Bin ich jetzt einfach mal so der Meinung. Huch, was war denn das jetzt? Ach nö, ach nö, ach nö. Fucking. Boah, aber jetzt. Jetzt bin ich drüber. Jetzt kann's losgehen. Die wilde Fahrt. So, ein schöner weiter Sprung mit Schwung. Hier drüber, hier auch drüber. Yeah. Checkpoint eingesammelt. Läuft doch. So, okay. Yeah. Ja, okay. Ich hätte gern mein Motorrad gesehen, weil dann wäre das vielleicht nicht passiert. So, aber auch nur vielleicht. Ah, bleib dran. Oh, fuck. Fucking. Ist ja richtig mies hier. Nein. Das war nichts. So, aber jetzt. Jetzt mit Schwung. Und Jux und Dollerei. Nee. Das kann doch nicht wahr sein. Fuck. Ja. Oh, nee. Da komme ich nicht. So geht's nicht. Dann müssen wir hier schön gemütlich die Treppe runter. Und dann hier sauber aufkommen. Und hier sauber aufkommen. Und dann hier sauber landen. Und dann sind wir auch schon durch ein Checkpoint. Den wir gut gebrauchen können. So. Alter, irgendwann ist dann doch zu viel. Mit den ganzen Dingern. So, wieso wird hier gestöhnt? So. So. Ja, bis jetzt bin ich noch dabei. Bis jetzt geht's noch. Nein! Wie viele Hüpfer sind denn das? Muss man eigentlich eh immer nur dasselbe machen. So, okay. Oh, wenn ich mal vom Gas runtergehen würde, dann würde das vielleicht auch klappen. So. Nochmal vom Gas hier runter. Nochmal hier. So. Was soll hier die gekonnte Seitendrehung? Das ist ja richtig mies. So, Checkpoint. Oh, nee. Ist ja richtig mies. Wenn da auf einmal so eine Kante kommt, wo man sich den Kopf stoßen kann. So, jetzt skill ich hier mal ein bisschen rum. Dass ich ein bisschen was verkack. Alter, da muss ich durchfallen. Ist ja mies. Wie soll ich denn das machen? Oh, wieder an die Stromiode drangekommen. Oh, oder Diode. So, okay. Hüpf doch weg von der Kacke. Ach nö. So doch nicht.
Nein, wieder nicht. Boink. Nein. Ja, plumps. Ah, komm weg da. So geht es natürlich auch nicht. So. Einmal gemütlich runter. Jetzt reicht's. So, jetzt geht's. Ich habe irgendwie immer noch kein Checkpoint gehört. Aber jetzt, ich bin durch. Yay. Durch. Alter, was geht denn hier ab? Ich erledige doch die Maps heute im Schlaf fast. Also, ja, ich übertreibe schon ein bisschen, aber hey, ich darf. So, Mittel. Send of Time, 55 Sekunden. Ja, die nehmen wir heute noch mit. Ich hätte gern... Och, nicht zulässig, das ist ja blöd. Nur die Roach ist zulässig. Ja, okay, dann machen wir halt nur die Roach. Nur die Roach machen wir. Ich guck mal auf die Uhr. Ah, okay. Wie spät das ist, dass ich weiß, wie spät das ist. So, okay. Ich bin gespannt, ob ich mich hier hinleg oder was. Oder ob ich vielleicht so durchkomme. Das wäre schon cool, wenn ich so durchkommen würde. Ist zwar eine mittlere Strecke nur. Wow. Glück gehabt. So. So. Oh, 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 oh. Yeah. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah. Ah, bleib doch stehen, du Hinterrad. Die Bremse funktioniert ein Scheißdreck hier. Ist ja super, wenn die nicht funktioniert. Huch, die Lichtverhältnisse ändern sich. So, ich bin 2 Sekunden vorn. War, okay. Ist eine sehr leichte mittlere Map. Also, ich habe jetzt 50,6 Sekunden gebraucht. Ich bin stolz auf mich. War eine schöne Map, war ansprechend. Also kann ich sogar noch eine. Also, das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn der Scheiß? Wieso kann ich hier so viel machen? Haben wir hier vielleicht noch eine mittlere, die wir noch nicht gemacht haben? War die hier zum Beispiel? Dann flechten wir die noch kurz mit ein. Und dann ist mal Schluss für heute, würde ich sagen. Ja, das dürfte die letzte Strecke für heute sein. Bin ich gespannt, vielleicht ist es, vielleicht auch nicht. So, okay. So, gleich mal einen schönen Hüpfer. Ja. Sieht auch relativ lustig aus, die Map. Und ich lege mich hier gleich mal auf die Fresse. Ja. So. Und gleich nochmal. So, dann machen wir es halt gemütlich. Muss ja nicht schnell sein. Wenn es die letzte Strecke ist, dann sollte man die eigentlich genießen. Eigentlich. So, ich mache einen Frontflip. Hör das Drehen auf. So, mach noch ein, weil es so lustig ist. So, und hoch hier. Hoch hinaus. Über den Wolken. Ja. Da lege ich mich kurz vor Schluss nochmal schnell aufs Maul. So, da bin ich K.O. Der Ton ist ja geil. Allein schon wegen dem Schlusston muss man eigentlich einen Daumen hoch geben. Ja, geil. Krieg einen Daumen hoch. Nee, mit dem geilen Schlusston. So, wir sind heute ein bisschen eher fertig. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Und bis dahin, ciao, ciao.